Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 190 von Avorion. Wir müssen mal schnell hier reinklicken. Reinklicken und ich, Schiff betreten. F, interagieren will ich aber. Ne, das ist die Lady. Okay, ich bin hier im falschen Sektor. Ich muss definitiv schauen, dass ich in den Traveler reinkomme, weil ich habe die Mission, glaube ich, gar nicht angenommen. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen wollen wir hoffen, dass wir den Traveler auf jeden Fall noch erreichen. Und die Mission noch da ist, weil sonst haben wir echt ein Problem, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln in den Traveler und nach dem Intro sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, dann wollen wir mal hoffen, dass bei dem Gaskollektor, Wassersammler, hoffentlich noch die Hauptmission da ist, sonst haben wir nämlich ein Problem. War das der? Lieferung Wasserstoff? Nee. Lieferung Wasser. Ich glaube, da haben wir jetzt ein Problem. So ein Shit aber auch. Da haben wir geschlafen. Die Mission ist jetzt weg. Ich will es nochmal vorsichtshalber gucken, aber die anderen haben keine Mission mehr, ne? Nein. Nein. Lieferung Wasserstoff. Leitungswasser. Und da ist nichts. So ein Shit, ne? Ja. Können wir weiter in den nächsten Sektor fliegen, aber das muss ja hier in der Nähe, muss es das ja wieder geben. Irgendwo werden wir da schon hinfinden. Ja, das Schiff, was angegriffen worden ist, habe ich auch noch gesehen, nachdem ich das Material kontrolliert hatte. War definitiv klar, dass das Schiff, was, sag schon, angegriffen wurde, schon durch irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen da durch andere Schiffe zerstört worden ist. Also da haben wir keine Probleme mit gehabt. Naja, jetzt müssen wir gucken, dass wir es schaffen, diese Mission wieder zu kriegen. Dumm gelaufen, ärgerlich. Da könnte man sich in den Hintern beißen, ne? So. Da wollte ich in den Handelsposten. Lieferung Silizium, das war's nicht. Springen wir mal da hin. Auf geht die Reise in den nächsten Sektor. Ach, was ärgere ich mich jetzt. Und der Thomas Stehle erstmal. Komm schon, spring in den Sektor. Ich will sehen, was da los ist. Lieferung Silber, auch nicht. Wo ist das? Da ist das. Dann geht die Reise dahin halt. Weiß nicht, ich habe das ja letztes Mal markiert, aber wenn ich die Mission nicht angenommen habe, bringt mir das, glaube ich, nichts, dahin zu fliegen, ne? Schauen wir mal.
Hier rein. Oh. Suche nach Xotan-Artefakten. Ich glaube, wir haben es wiedergefunden. Suche nach Xotan-Artefakten, ja. Akzeptieren wir. Top-Mission anpinnen. Kann ich die da nochmal sehen? Ne, da kann ich sie jetzt nicht mehr sehen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Die Bruderschaft. Ich muss jetzt nochmal die Mission haben, um die Koordinaten nochmal zu sehen. Steht jetzt hier nicht bei. Karte zeigen. Ist wohl da. Auf geht's. Karte runter. Trennen. Und wir müssen da einspringen. Naja, wenigstens haben wir die Mission jetzt wieder. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht, ne? Hier ist nix. Finde die Bruderschaft, ja. Aber wenn hier nichts ist, dann kann ich auch nichts finden, ne? Schiff Traveler. Warte mal, da rechts blinkt was. Dann müssen wir mal gucken, wo das ist. Fliegen wir da mal hin. Scanner Außenposten. Okay. Ach, können wir schon interagieren. Dann machen wir das doch mal. Scanner online. Aktivieren. Scanner. Weiter. Erfolg, rufe den Sammler. Weiter. Ein Moment, der Name beginnt bald. Okay, da kommen ein paar. Ich glaube, es ist nicht unsere Ausschreibung, hat es tatsächlich funktioniert. Ich habe euer Fakt, wer seid ihr? Genau, ich bin dann nochmal weg. Ja, das wissen wir. Du wirst uns es geben. Die Mann, schaut euch den an. Dachtest du wirklich, du bekommst eine Belohnung? Wir haben gelogen. Wir wollen keine Zeugen von oder Konkurrenten. Jungs und Mädels, verarbeiten wir diesen Wurm zu Staub und holen das Artefakt. Okay. Der heißt Hullbreaker. Okay. Und der Reconstructor. Und der da. Tank. Shieldbreaker. Sollten wir vielleicht den als erstes nehmen, weil irgendwie haben die ja tolle Namen. Ja. Shieldbreaker schießt auch, glaube ich, gar nicht, oder? Was ist jetzt passiert? Irgendwas Falsches geklickt. Ich bin gerade aus dem Spiel raus. Zurück zum Spiel. Wo ist denn jetzt der Shieldbreaker? Ist der das? Nee. Doch. Also den müssen wir als erstes wohl platt machen, weil der das Schild kaputt macht, oder? Das dauert aber etwas länger. Und die anderen sind hinter mir alle. Uiuiui. Das dauert. Aber der wehrt sich auch groß kaum, ne? Oder der wehrt sich gar nicht, glaube ich. Kann das sein? Mein Schild ist jetzt gerade down.
Jetzt nicht so prickelnd. Aber den sein Schild ist auch bald down. Bin natürlich voll im Kreuzfeuer, ne? Aber ich muss den erst kaputt haben, bevor ich hier wegfliegen kann. Dann muss ich ein bisschen erholen vielleicht, um gegen die anderen drei zu spielen. So, jetzt ist das Schild runter. Und jetzt geht's zur Sache, oder? Ja. Dauert aber auch noch eine Weile. Sieht erstmal alles gut aus. Ich weiß gar nicht, die anderen kriege ich gar nicht mit. Ach, die schießen von unten, glaube ich, oder? Okay, halber. Ah, nicht ganz. 60% haben wir kaputt. Da oben kommt natürlich eine Nachricht rein. Super. Kann ich jetzt gerade nicht lesen. Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um E-Mails zu beantworten, glaube ich. So, komm schon. Mach den kaputt. Der fährt auch gar nicht, fliegt auch gar nicht mehr. Ich schätze mal so 25% noch, dann haben wir ihn kaputt. Wir gehen eigentlich noch. Okay, irgendwie 5% oder sowas sind das, glaube ich, nur noch. Da haben wir den. Das Orange möchte ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen. So, und dann fliegen wir mal gerade hier vorbei. Machen ein bisschen Gas, dass wir an der Seite kommen. Und dann könnte ich auch, wenn ich weiter weg bin, die Nachricht da oben mal kurz lesen. Du hast ein ungelesenes E-Mail. Kriegserklärung, das ist eine Kriegserklärung, also wenn sie sich in einem Krieg mit anderen aufgrund der Gründungsereignisse, die nicht verwendet werden konnten. Okay. Unser Schild ist erstmal wieder da gerade. Und jetzt muss ich überlegen, wir haben den Shieldbreaker gehabt. Jetzt muss ich nur gucken, wie die anderen heißen. Das ist der Tank, der steckt ein. Und er da? Hullbreaker. Okay, und dann hatten wir noch einen, ne? Wo ist der? Der hieß Reconstructor. Ich glaube, den muss ich als nächstes machen. Ja, ich glaube, den nehmen wir als nächstes. Der rekonstruiert ja alles. Vielleicht hätte ich den als erstes machen müssen und nicht den Hullbreaker. Wir werden es gleich sehen. Ich bin ein bisschen schnell vorbeigeflogen, glaube ich. Okay, die anderen sind auch schon wieder da, aber ich glaube, es sieht erstmal ganz gut aus. Okay. Hängen wir uns da dran und machen den kaputt. 60% vom Schild ist noch da, glaube
Muss nicht abhauen, du musst hier bleiben. Ich brauche dich gerade. Was ist das denn für ein Antrieb? Okay, wir sind wieder dran. Ne? Mhm. 50% ist schon kaputt vom Schild. Jetzt sind die Waffen außer Reichweite, beziehungsweise im schlechten Winkel. Sieht das wieder besser aus. Ah, jetzt geht das Schild relativ zügig runter gerade. So, Schild hat noch 3 Spalten. Der haut gerade wieder ab. Ich muss hinterher. Jetzt sind wir wieder knapp dran, hätte ich gesagt, aber wir sind gerade vorbeigeflogen. So, Schild ist hin. Jetzt geht's an der Hülle. Wir sehen gut aus noch. Außer, dass unser Schild gerade kaputt ist. Ja, wir haben gleich 75%, glaube ich, kaputt, würde ich sagen. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall. Da steht, keine Ahnung warum. Interagieren kann man mit dem. Aber es bringt nichts, oder? 50%. Habe ich irgendwie die Triebwerke außer Kraft gesetzt oder einen Generator oder sowas? Keine Ahnung. Okay, 40% schätze ich mal. Fünfundzwanzig. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe sind erschienen. Okay. Da oben. Kaputt ist es, naja. Einsammeln gehen auf jeden Fall erstmal. Was machen die fremdartigen Schiffe? Möchten die auch eine Mütze? So, wer ist jetzt dran? Das war er da. Hullbreaker. Okay, machen wir den. Und der Tank, der kriegt es als letztes, der muss ja einstecken und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den als letztes nehmen. Die fremdartigen Schiffe sind immer noch da, naja. Ja, jetzt geht es gerade besonders gut. Die Reichweite stimmt. Schild von dem ist schon 50% runter. Ich glaube, die greifen die an, oder? Ja, sieht so aus, als ob ich nicht angegriffen werde, sondern die angegriffen werden. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran, damit ich die Waffen, die das Schild kaputt machen, einsetzen kann, oder? Nee, auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Ist aber nicht schlimm, es ist ja gleich schon kaputt. Mein Schild kam gerade ein bisschen wieder, oder wie sehe ich das? So, noch 3 Balken, dann ist dem sein Schild kaputt. Bisschen durchschlagender Erfolg hatten wir auch schon, Schild ist kaputt. Jetzt geht's ins Eingemachte.
Ja, 60% würde ich sagen. %. Der andere hat auch schon nicht mehr so viel Schild, sehe ich gerade. Dann haben die Xotan dem schon einiges runtergeschossen. Aber doch, die Xotan sind auch noch da unten alle. Okay, dann müssen wir gucken. Was wir da zuerst machen müssen. Xotan sind noch gut dabei, ne? Also. Sieht jetzt nicht so aus, als ob die sich nicht wehren könnten. Irgendwie auch noch 25% oder sowas. Vielleicht sind es auch nur noch 20. Unser Schiff ist soweit in Ordnung. Wir müssen gleich da auf jeden Fall ein paar Sachen einsammeln. Letzte Atemzüge. Anatalbalken. Und kaputt. Schild ist wieder da. Ding ist jetzt eingesammelt. Den blauen will ich da jetzt auch noch haben. Gut, haben wir. Ja, sehr schön. So, der vierte ist noch, genau. Die Xotan sind da unten. Er ist vollkommen denn beschäftigt. Ist das der? Ja, der ist das. Ja, da sind ja schon mal gut dabei, die Jungs von der Xotan-Fraktion, ne? Piraten greifen den Sektor an, wird immer besser. So. Einmal den Tank noch machen und dann ist gut, oder? Ist die Aufgabe erledigt. Ich hoffe, ich kriege auch das Artefakt und nicht die Xotan, ey. Das greift mich irgendwie anders an. Habe ich aber gerade keine Zeit zu. Ich muss erst den vierten machen. Den Tank. Tanken. Mission erfolgreich. Bitte die Artefakte einsammeln. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. So, wer möchte jetzt als erstes? Du. Ist das ein Xotan? Ja. Okay, der ist erledigt. Hat er was gespawnt? Nein. Wer jetzt? Wer beschießt mich denn jetzt erstmal hier? Keiner? Ah, der beschießt mich auf jeden Fall, oder? Ist ja auch ein Pirat, der kann erstmal weg. So, Schild ist runter. Und kaputt ist er. Hier ist noch ein grüner und ein blauer. Den grünen, den blauen möchte ich jetzt auch noch gerade schnell haben. Und dann hatte der noch was gespawnt, oder? Da oben. Ja. Ja, ich muss erst aufräumen, dann kann ich mich um dich kümmern. Möchte gerne nämlich die Sachen da haben. Sind wir dran? Ich glaube schon, oder? Eins, zwei, drei und jetzt du.
Wer ist das? Superbandit. Ja, dann herrlich schickes, getuntes Schild da in einer schicken Farbe. Aber hilft ihm auch nicht, würde ich sagen, ne? Kurz aufgeräumt hier. Schild ist hin. Und jetzt möchte er sich Sache entziehen, oder wie ist das? So. Und er ist kaputt. Der ist auch kaputt. Kurz einmal hier aufsammeln. Den blauen nehme ich auch noch mit. Haben wir noch einen? Ne, ich glaube, der Sektor ist leer. Gut. Bruderschaft erledigt, ne? Da oben schwirrt noch was rum. Aber ist nur ein grüner. Sonst sehe ich hier nichts am Rand. Ist der einzige grüne da. Dreifach Antipulsgeschützturm. Ja, dann würde ich sagen, wir sind ja richtig lang unterwegs, dadurch, dass wir jetzt hier diese vier besiegen mussten. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt werden wir nur noch gucken müssen, wie es weitergeht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sehe schon, da unten sind auch noch mal ein paar Grüne, aber ja, die sind jetzt nicht wirklich wichtig, ne? Jetzt bin ich auch noch vorbeigeflogen. Noch geiler, oder? Okay. Ihr wisst Bescheid. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.